In Feldbach feierten die Winzer Vulkanland ihr 15-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsfeier im Zentrum stand ganz im Zeichen der Winzergemeinschaft und der damit verbundenen Erfolgsgeschichte. Es ist ein großartiger Weg, der im Jahre 2000 begonnen hat und mit der Gründung 2009 von Winzer Vulkanland unter exzellenter Führung von Christoph Neumeister bis zum Jahre 2024 zu einer ganz starken Entwicklung ausgewachsen. Die Winzer sind ja die Vorboten einer verfeinerten Lebenskultur und mit ihren Familienbetrieben, vor allem auch mit ihrer Sprache, Philosophie, mit den Präsentationsräumlichkeiten, aber auch wie sie mit dem Weingarten, mit dem Boden, mit der Bewirtschaftung, Verarbeitung umgehen, sind sie sozusagen im 21. Jahrhundert die Betriebe oder die Destination, im Tourismus gesucht wird. Wir Weinbauern schauen normalerweise lieber gerne in die Zukunft, aber wenn man 15 Jahre was Gutes gemacht hat, dann kann man das ruhig mal feiern. Und das haben wir in einem Buch zusammengefasst, das haben wir heute vorgestellt. Wir haben 140 anwesende Gäste gehabt, das freut uns besonders. Und jetzt werden wir noch ein Glas Wein trinken und was essen. Der Abend wurde auch genutzt, um zurückzuschauen auf denkwürdige 15 Jahre. Es hat begonnen, ich versuche es nicht zu lang atmig zu machen, mit einer kleinen Selbsthilfegruppe, um eben das große Weinbaugebiet kleiner zu machen und die Verbindung zwischen den Weinbauorten zu stärken. Das war ein großer Part. Der zweite Teil war natürlich auch Umbenennung in Vulkanland Steiermark, das Weinbaugebiet. Das hat uns sehr geholfen. Das ist so wie, sagt man, wie ein Anschub, wieder stolz sein auf seine Herkunft. Und auch das DRC-System, das ist das Herkunftssystem, das eben auch vor ein paar Jahren installiert worden ist, hat uns dann nochmal unterstützt. Das heißt, jede Flasche Wein, die aus dem Vulkanland kommt, steht dick und fett Vulkanland vorn drauf und die beste Visitenkarten, die sich ein Tourismusgebiet vorstellen kann. Und für uns natürlich eine tolle Werbung. Heute ist die Gemeinschaft stärker denn je und hat großen Anteil daran, dass der Wein ein wichtiger Botschafter der Region ist. Der Wein ist das Herzstück der Region und ist mittlerweile eine touristische Attraktion. Und Genuss und Kulinarik spielt bei uns eine ganz, ganz große Rolle. Und so ist es natürlich, jeder Winzer, jede Winzerin ist Botschafter unseres Tourismusverbandes, unserer Erlebnisregion. Und es ist ein wirklich ein tolles Miteinander. Und für die Gäste ist auch sehr, sehr entscheidend, dass wir familiengeführte Betriebe haben, dass man zum Chef oder zur Chefin zur Weinverkostung geht. Die Menschen, die Gäste lieben das sehr, die Ehrlichkeit, das Authentische, die Herzlichkeit, und da sind wir bei unseren Winzern Vulkanland bestens aufgehoben. Dass wir 100 Mitglieder sind, das ist etwas wirklich Einzigartiges in der ganzen Steiermark, dass es so eine große Dachorganisation gibt. Wir machen ja keinen eigenen Wein oder so, sondern wir verstehen uns als Gruppe, die Kommunikation betreibt, die vor allem Weiterbildung betreibt, weil wir glauben einfach, dass wenn sich alle weiterbilden, die Möglichkeit haben, auch einen Qualitätssprung in der Region zu machen. Und das ist uns auch gelungen. Und was das Besondere ist, es kann jeder kleine Betrieb dabei sein und wir haben auch die Leitbetriebe dabei. Und so lernen die Winzer gegenseitig voneinander und es ist immer jeder füreinander da. Die Gründung der Winzer Vulkanland erfolgte mit 68 Mitgliedern. 15 Jahre später wurde im Rahmen der Jubiläumsfeier die 100. Mitgliedschaft verliehen. Und zwar eine Ehrenmitgliedschaft für Josef Ober. Ja, es war mir schon ein großes Anliegen, neben der Südsteiermark, vor allem auch der Steirische Vulkanland, als Weinbauregion zu etablieren. Da konnte ich als Liederhauptmann natürlich wesentlich mithelfen. Ich danke vor allem der Frau Margit Korczak-Huber, die in diesen Jahren als Geschäftsführerin diesen Prozess exzellent begleitet hat. Die heutige Mitgliedschaft freut mich, dass man auch nach diesen Jahren an jemanden denkt, der hier viel Herzblut hineingelegt hat und wo auch vor allem die Vision und die Entwicklung, die wir vorgezeichnet haben, sich als richtig erwiesen hat. Und vor allem auch der Zusammenschluss jetzt mit dem Thermen- und Vulkanland, mit der Erlebnisregion, die Top-Voraussetzung ist, dass wir zu einer internationalen Destination reifen und unsere Winzerinnen und Winzer auch international durchstarten können. Auch das Steirische Vulkanland nahm an diesem Abend Ehrungen vor. So wurden Margret Korczak-Huber mit der Ehrennadel in Gold und die Winzergemeinschaft mit einer Urkunde als Botschafter der Region ausgezeichnet. Ein Grund mehr, mit Tatendrang in die Zukunft zu blicken. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte, die Betriebsführer und Bauer
heutzutage stemmen soll. Und das meistens im Familienverbund. Und wir waren jetzt schon ganz stark darauf erpicht, die Weiterbildung voranzutreiben. Also Wissen ist der größte Hebel und das werden wir weiterhin so machen. Und nebenbei werden wir uns natürlich immer dort engagieren, wo Qualität gefragt ist. Und da haben wir Gott sei Dank mittlerweile im Thermen Vulkanland jede Menge. 15 Jahre Winzer Vulkanland. Eine Gemeinschaft als Botschafter einer ganzen Region.